damit herzlich willkommen zurück bei Punch Club. Das letzte Mal habe ich euch mit einem kleinen Cliffhanger sitzen lassen, ob das wirklich funktioniert, ob wir den Kampf gewinnen gegen die Masken. Aber gut, fackeln wir nicht lange, lassen wir sie kämpfen. Ja, der erste Schlag sah schon mal gut aus. Es sah schon mal ansatzweise gut aus. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, der Energieverbrauch, ob das wirklich nur damit zusammenhängt, dass man vielleicht ausgeschlafen hat oder der grüne, also der Ausdauerbalken, oder ob das noch mehrere Faktoren hat. Weil er hat jetzt nicht mehr viel Leben, ja, aber wir haben dafür nicht viel Energie und das ist halt immer, ja. Ja, und jetzt sind wir halt K.O. Außer wir kriegen jetzt eine tolle Combo hin. Also keine Sechser-Combo, sondern schon eine Combo, die sich in sich hat. Herrgott, ich... Ach, komm schon, Johnny. Der hat 15 HP. 6. Wow. Wir haben unser erster Maskenmann getötet. Wow, ich bin echt überrascht. Danke, auch die sind... Ja, jetzt ist es wieder auseinandergeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was das eine Mal war. Schleim. Easy, wir haben den Kampf gewonnen. Alles gut. Wir gehen nach Hause. Oh, Telefon. Telefon! Hallo? Ich weiß, dass es manchmal hart ist, Junge. Wenn du denkst, es sei alles zu schwierig, dann ändere was in deinem Leben. Was meinst du, Frank? Ich meine, dass dein Training dich vielleicht nicht weiterbringt, oder hast du nicht genug Zeit hast, um Geld zu finden? Ändere deine Routine, arbeite eine Extraschicht oder stemme mehr Eisen. Warte mal, wir haben doch hier noch das schlaue Buch auf dem Tisch. Hier. Wenn du geschehen genug bist, kannst du schwierige Tritte ausführen und gegnerische Angriffe ausweichen. Meide kraftbedingte Angriffe und Schadensaufnahme. Oh. Ja, und da sehen wir ja auch die Balance, also muss ich mein Geschick noch... Sagen wir mal, wenn das jetzt auf 10 bleibt und das dann auf 8, dann wäre das doch dann optimal und das einfach auf 6 halten, oder? Ich muss mir das gerade nochmal angucken, Entschuldigung. Geschick. Weiche Angriffe aus, nutze Gegenangriffe und Talente mit hohem Grundschaden. Meide kraftbedingte Angriffe und Schadensaufnahme. Kann ich mir... Ne, ich kann mir das nicht angucken, gell? Was ich immer auswähle. Nee. Nee, kann ich mir leider nicht irgendwo angucken, schade. Sonst hätte ich jetzt mal glatt geguckt. Aber das können wir ja gleich machen.
Also das behalten wir so auf 6 und da gucken wir, dass wir noch auf 8 kommen. Irgendwie. Und man muss rum versuchen, wie die Balance dann ist dazwischen. Was ich halt nicht verstehe, wenn man was auf Store geht, ja, ist das ganz niedrig und das so wie das, wenn man auf Geschick geht. Das ist für mich so ein Ding, was ich sage, hä? So viel Brain. ja, komm. Ach, heute ist ja der Kampf. Da können wir dann gleich mal testen. Kämpfen. Mit Grundschaden 11. Was von denen ist der Grundschaden? Was ist der Grundschaden? Ja. Wer war das der? Entschuldigung. Ja, okay, wir probieren es jetzt einfach mal so. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil wir verlieren irgendwie mehr Energie. Mit Grundschaden, ja. Ja, also den haben wir verloren, den Kampf. Ich hab das drin, ja. Also das finde ich echt scheiße, weil... Wozu? Weg damit. Wir testen es jetzt mal so. Okay, so nehmen wir einfach, das ist unser Testkampf, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Weil irgendwie, keine Ahnung, das ist... Wir werden wahrscheinlich sowieso verlieren. Aber ich hab's gehört. Keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall wieder einen Talentpunkt verteilen. Ja, wir arbeiten darauf hin. Würde ich einfach mal sagen. Gut, wir haben kein Geld. Wir sind arm. Sind nur noch Rang 4. Wir weinen in unser Taschentuch. Ich nenne einfach die Folge Testfolge, Kampftestfolge oder so, keine Ahnung. Irgendwie so werde ich das schon benennen. Ich glaube, wir haben auch nichts mehr zu schnabulieren. Bin mir nicht sicher. Unsere Energie ist im Arsch, aber wir können am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Weil dann ist Tag 220 und... Oh. Dann haben wir wieder 100 und können uns Fleisch kaufen. Weißt du, wenn du einmal willst, dass der Tag schneller vorbei ist, dann geht er irgendwie gar nicht vorbei. Und wenn du einmal willst, dass der Tag langsamer vorbeigeht, dann... Ah. Egal wie man es macht, man hat immer die Arschkarte gezogen.
Na gut. Naja, Ultimate Fights, weiß nicht, das ist halt auch immer so ein Risiko, weil wenn du verletzt bist, dann. Was? Wer ist Don? Okay, schieß los. Auf was wartet er? Das ist doch Don, wir waren doch schon bei Don. Hey, ich habe verwohnt, du wolltest mich sehen. Endlich treffen wir uns persönlich, mein Junge. Es ist kuriose ein Gerücht über dich und ich habe wirklich etwas für dich. Eine große Belohnung. Eine Belohnung? Wirklich? Also, worum geht's? Ich gebe dir die Chance, die Art von Chance, die man nur einmal im Leben bekommt. Nun, siehst du, es sind schwierige Zeiten und ich brauche Männer wie dich. Ich glaube, du solltest für mich arbeiten. Vielleicht sollte ich für dich arbeiten, das wäre bestimmt unterhaltsam. Ich sehe es gerne, dass du richtige Prioritäten setzt, aber nur die Besten können für mich arbeiten. Du kannst nur für mich arbeiten, wenn du die Ultimate League beendest. Wenn ihr gerade mein Deck sehen könnt. Mehr Schädel für den Schädelthron, erreicht die rote Zone. Wow, das macht mir Angst. Really? Ja, komm. No. Das ist ein Fehler. Könnte die Runde einfach schnell vorbeigehen, weil ich habe einen Fehler gemacht bei der Einstellung. Ich wollte mal wieder einen höheren Fußtritt machen, weil. Ne, warte, 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 warte. Wer ist da? So. Weil es hat jetzt geheißen, wir haben ja das Talent gelernt: Fußschläge machen mehr Damage. Ja gut, er hat keine Energie mehr, wow. Aber wir hoffentlich gewinnen, wir sind erst in der grünen Zone, ne? Seht ihr das? Aber wir können uns mal ab wieder Essen kaufen gehen. Hat er gerade seine Kasse gehauen? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Hat er gerade seine Kasse gehauen? Ja, komm, wir futtern eins. Das will ich echt ungern. Ich frage mich eh, warum das gleich mit weniger anfängt. Habe ich irgendeinen Bug? Ja, wie gesagt, hier wollen wir gucken, dass wir immer wieder auf 6 kommen, bevor wir kämpfen. Hier will ich auf 8. Und ja, da können wir zwischen 11, 10 und 11 bleiben. Aber soweit ich mich erinnere, wollte doch Bobo eigentlich noch was von uns, oder? Wir gehen einfach nochmal gucken. Ich warte immer noch. Ja, auf was denn? Kann ich mit reden? Das heißt also jetzt, wir haben keinen Job mehr. Und ich habe mich schon so gefreut, wisst ihr so. Yay. Nein, Quatsch, geschlafen. Yay, wir haben jeden dritten Tag 100 und wir verlieren nichts. Und jetzt dürfen wir wieder diesen Job machen. Auf der Baustelle. Mäh. Ja, schrecklich wieder. Ich hab Hunger. Friss. Unser letztes. Oh, das. Ja.
Scheiße. Und so wieder 60. Können wir uns wieder was kaufen gehen? 3 Fleisch. Das war's aber auch. Denn dann haben wir wieder 5. Was denn jetzt schon wieder? Will ich dahin? Nö. Ich muss dahin. Ein paar Gauner haben mein Auto geklaut. Was wollen die bloß mit meinem Auto ohne Motor? Sie müssen sehr stark sein. Sie haben es hier rausgeholt und vergessen, die Handbremse zu lösen. Ja, diese Typen mit den Tiermasken sind unglaublich stark. Vergiss es, ich und mein Kumpel werden sie schon erwischen. Keine Sorge, überlass das der dunklen Faust. Miau. Echt jetzt? Du läufst automatisch? Why? Ich muss kämpfen. Hey, wir haben unser Camp geputzt. Und anscheinend hat einer dieser Tiertypen diesen Zettel verloren. Oh, die wollen mit einer Pistole die Brücke zerstören. Hm, sieht aus wie ein Laser. Ich glaube, ich kenne den Ohren. Hey, du, gib den Laser zurück. Ja, und wir werden so verlieren, weil wir haben keine Energie, nichts. Und das Katzenfutter und die Kisten, also... Nein, verhauen jetzt. Also, ja. Okay. Ich meine, wer sind diese Typen? Dass die Katzenfutter essen. Ich meine, gut, wenn wir in einer Apokalypse und wir hätten nichts mehr zu essen, würde ich auch Katzenfutter essen. Aber so. Warum kriegen wir eigentlich mal jedes Mal 2 oder 3 Damage? Verstehe ich gerade nicht. Werfen die gerade mit Wattebällchen oder was ist da los? So kommt's ja gleich vor hier immer 2, 3. Ah, Tütelitü. Das ist echt. Fünf gegen 47. Ne, 3 gegen 47. Na, endlich. Gewonnen. Toll, aber ich kann diesen Laser nicht zerhauen. Zu Hause rumliegen lassen. Ich verstecke ihn lieber auf dem Dach. Und gebe ihn an Doc zurück. Hierhin? Nee, hä, wer war denn der Doc? Hä? Na, jetzt ist der Kampf auch noch heute. Echt jetzt? Oh, scheiße. Oh. Laserkatze. Boah, gib den Laser zurück oder die Katze wird sterben. Sie haben meine Katze entführt. Sie haben meine Katze entführt. Hallo? Ja? Willst du deine Katze lebendig wiedersehen? Komm auf das Dach mit dem Scheinwerfer. Und bring den Laser mit. Ja, ach, weißt du, behalte die Katze einfach. Nein, ich mag Katzen, deswegen. Ich muss Fluffy retten. Kann ich nicht einfach erstmal trainieren gehen kurz? Noch ein bisschen. Ich weiß,
Energie ist im Arsch. Ach, was mache ich denn? Wir haben Hunger. So, alles cut jetzt. Dürfen nicht mehr für Bobo arbeiten. Warum habe ich hier keine Map mehr? Ich muss jetzt theoretisch aufs Dach, ja? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich würde sagen, meine lieben Freunde, wie wir aufs Dach gehen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Kommentar, ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.